Hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem weiteren Retro-Projekt. Das ist ja jetzt eigentlich auf meinem Retro-Channel ja angekommen. Und es ist kein Retro-Spiel aus den Klassikerzeit, aber es hat retro-basierende Inhalt auf alle Fälle mit drin. Und nennt sich Beat Pop. Habe ich einen Aktionscode für gekriegt und noch gar nicht reingespielt, aber ich habe mir ein bisschen Info natürlich geholt. Und sehr retro-lastig ist das Spiel schon. Auf alle Fälle, wenn man sich so die Art so anguckt, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, wie es sich so im Spiel selber verhält. Gibt es im Moment bei Steam, ich glaube für 14,99 € oder sowas alles, oder 12,99 €. Ich glaube in den Dreh rum kostet das nur. Ist eigentlich ein nettes, kleines Retro-Game. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, lasst uns das einfach mal ansehen und mal gucken, wie sich das Spiel so spielen lässt. Ich würde mal sagen, ab in ein neues Spiel rein. Und dann ist another hour watching TV-Shows. Habe ich das gar nicht jetzt auf... Ich habe es da auf Deutsch gestellt, oder? Doch. Okay. Yeah, 80er. Alles klar. Einbruch, okay. Schön, scheiße. Geht ja gleich gut los. Gleich mal einer erschossen, so will ich sehen. Seht also, der Stil ist doch recht. Diamant des Senators verschwunden. Okay, inoffiziellen Quellen zufolge wird Kriminalpolizist Jack Kelly auf Anweisung des Polizeichefs seines Amtes enthoben und auf einen anderen versetzt. Kriminalpolizist Jack Kelly, der letzten Freitag einen Einbrecher in der Villa des Senators erschossen hatte, wird mit den verschwindenden kostbaren Diamanten aus den, keine Ahnung was, in Verbindung gebracht. Aha, also ich bin schuld daran. Oh, so, Tag 1, neue Schuhe. Ich bin mal gespannt jetzt so, wie sich so spielen wird. So, sie haben ihren neuen Kollegen bereits sicher kennengelernt. Aber vielleicht sollen sie sich erneut vorstellen. Kelly! Ich weiß gar nicht, ob ich das alles vorlesen werde. Ich bin Kelly. Jack Kelly. Hallo Jack. Ja, super. Komm auf der Straße, ja. Kripo. Vergiss nicht, in den Arsch zu kriechen, Kelly. In den Arsch zu kriechen. Ja, super. Ja. Okay, also, wir wurden versetzt. Haben wohl irgendwas falsch gemacht, würde ich sagen. Wir werden ja mit den Diamantraub. Sie kommen nicht eher wieder, bevor sie den Strafzettel geschrieben haben. Meinen Sie 10 insgesamt? 10 pro Person. Aha. Das schaffen wir, Boss. Jo, Schleimer. Für Sie gilt das nicht, Kelly. Ich interessiere mich für Vergangenheit. Kriminalpolizist. Also wir waren Kriminalpolizist und jetzt wieder Streifenpolizist, so wie es gerade rauskommt aus der Geschichte. Schweine auf dem Gewissen haben. Aha. Oder ob ich diese Juwelen des Senators gestohlen habe. Aha. Okay. Okay, also ich habe den Kerl erschossen und jetzt werde ich beschuldigt, aber die Diamanten geklaut zu haben. Oh. Also müssen wir uns heute keinen Gedanken um Strafzettel machen. Okay. Sie gar nicht erst sehen, bis jetzt mal. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Okay, ich sehe schon, ich bin sehr beliebt in der neuen Abteilung hier. Meine Fresse. Der Chief hat ja gleich ein richtig gutes Wort für mich über. Begeistert. Gut. Was ist das? Ich denke, ich soll meinen... Okay, nehme ich doch mal mit. Stellen Sie sich Rick in seinem Café vor. Haben Sie Louis in der Pizzeria? Mhm. Ja, Ivan Schnapsler haben wir sicher auch mal treffen. Okay. Haben Sie ein Hallo von mir? Aha.
ja krank. Ja. Vergessen Sie nicht, HiFi Elektronikmarkt. Okay. Oh Gott, das wird immer länger. Das war's jetzt? Nein. Vergessen Sie die Kirche nicht. HiFi Elektronikmarkt und Kirche. Sie müssen. Mushroom? Okay. Aha. Also Kirche besuchen, Reinigung besuchen. Oh Gott, Junge! Wäre mir Strafzettel aber lieber gewesen, nur. Meine Fresse, haust mir ja gleich was raus, ey. Ich hab hier fast die halbe Welt gleich, wa? So, Hard Ricks Café, Luis Pizzeria, Schnapsladen, Adims Dell, Krankenhausapotheke. Oh Gott, der labert da oben weiter, das interessiert mich nicht. HiFi, Elektronikmarkt, Kirche und Reinigung. Ihr Ruf ist was? Ach so, 421 ist mein Ruf. Den muss ich mir vielleicht auch nochmal merken, dass mein Ruf 421 ist. Also wenn 421 kommt, dann muss ich angehen. Kriegen wir irgendwie alles hin, ne? Gut. Werd ja überhaupt nicht erdrückt von gerade von Sachen. Wir haben doch gar keine Ahnung, wie ich das Spiel überhaupt spiele. Mit Tastatur, Maus, ich habe keine Ahnung. Mauszeiger ist an, also werden wir gleich mal sehen. So, ja, ich würde mal sagen, auf die Streife, ne? Ich habe ja alles jetzt gewusst, was ich wissen muss vom Spiel, oder? So, Kelly, ist alles, was Sie müssen wissen, haben Sie noch Besprechung erfahren. Oh, nicht so ganz zugehört, aber alles okay. So, wir starten mal einen Besucher und stellen Sie alle vor. Okay, ja, das schaffe ich heute noch. Alles klar. Fat Mike, so. Der heißt jetzt Fatty Mike oder wie heißt der? Wir werden ja sehen. Die Hände waren zu klebrig, also das ist Natos, hehe. Ja, alle denken immer noch, dass ich die Sachen geklaut habe. Kelly? Polly? Polly und Kelly. Also er ist jetzt Polly, oder wie? Mann, das geht aber ratzfatz. Ich glaube, kann ich da mal unter Texttempo vielleicht mal ein bisschen runterscorern? Ich meine, ich bin ja schon ganz gut gelesen, aber... hallo? So, was auch immer. Ist mir scheißegal. Eigentlich mein Texttempo, was angenehmer ist. Ich hatte Babysitter. Aha, okay. Also er passt heute auf mich auf. Interessant. Aber man sieht schon den Retro-Look. Lass ihn auch schnell hinter uns bringen, ja. Ja, ist klar. Können wir loslegen. Einverstanden. Heute ist der letzte Tag. Oh, sein letzter Tag auf Streife. Wohin? Okay, wir gehen erstmal nach Louis. Das ist nicht weit. Weg schauen wir noch nach Adamski vorbei. Da musste ich gestern einschreiten. Mal sehen, ob jetzt wieder alles in Ordnung ist. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Dienst sind Sie. Merken Sie sich das? Ja, 421. Grüßen Sie Fat Mike von mir. Okay. Aha, was sagen Sie? Also, Sie ist gerade über den Walk hinter einen schönen Tag. 421. Gut. Ah, gut. Ich bewege mich also mit der Maus. Interessant. Auch sehr schöner Look hier. Und wir sollen nach Adamski oder so. Ja, da sollen wir zuerst, glaube ich, rein, ne? Guten Morgen, Mr. Adamski. Alles ruhig heute? Natürlich. Die Idee mit dem Eisschrank war perfekt. Eisschrank? Erzähl ich Ihnen später. Gut. Das ist Polly. Ich bin Kelly. Ich werde ihn an einen anderen... Aha. Er wird an einer Straßenseite versetzt. Kommen Sie auch mal hier vorbei. Das werde ich. Okay, ja, dann weiß ich mal Bescheid. Das ist das erste bestimmt so ein bisschen Tutorial-like oder was. Besuchen Sie die Läden und reden Sie mit den Inhabern. Alles klar. Die sehen eine Menge. Okay. Das ist jetzt schließlich meine Nachbarschaft. Okay, gut. Dann gehört mir jetzt der Bezirk hier? Oder wie? Oder was? Oder wo? Das sieht wohl ganz so aus. Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. Okay, also ich soll mich nicht stressen. An manchen Tagen wird man hier verrückt bei denen. Was passiert. Oh, denke ich mir auch, ne? Ich meine, ich schaffe ja auch nicht alles. Bin ja, glaube ich, ganz alleine hier auf dieser ganzen Straße im Moment, ne? Alles tun. Der Sergeant? Guck mal mit. Was passiert? Neben den Kuchen. Strafzetteln. Keine Sorge. Das ist dann gut gemacht. Kuchen. Strafzetteln komme ich also nicht über die Runde. Okay. Also war das jetzt mit mir. Was war das mit dem Eisschrank los? Frag nicht, Polly. Kelly. Wenn du eine Weile hier hier arbeitest, begreifst du schon. Manchmal muss dann eben etwas unkonventioneller vorgehen. Lassen Sie uns jetzt zu Louis Pizzeria gehen.
Hätte ich kurz essen. Gut. Kann ich denn überhaupt irgendwas machen? Hab schon etwas anderes zu tun, okay. Ah, rennen kann ich auch mit Doppelklick. Aber ich habe gerade, glaube ich, gesehen, dass da eine Ausdaueranzeige darüber steht. Kann das sein? No parking. Also hier darf nicht geparkt werden. Interessant. So, und das ist Louis Pizzeria. Okay. Oh, ein neuer Polizist. Na, willkommen in unserem Schädel. Denn, geil, ah. Sieht so nach Mafia aus. Wie Italiener? Ja, alles klar. Wissen wir alle in der Nachbarschaft Bescheid. Okay. Wir kommen auf eine Pizza vorbei, Louis. Sie versetzen mich und Polly übernimmt den Job. Wir hoffen auf gute Beziehungen. Natürlich. Wir hoffen, diesen elenden Vorfall mit dem Senator. Das war ein Missverständnis. Ja, ja, ein Missverständnis. Alles klar. Okay. Mein Ruf ist ja echt gerade sehr gut. Ich bin hier richtig begeistert hier. Und damit komme ich klar. Okay. Doch, wir sind immer für sie da. Oh, das ist schon mal ganz gut, die Mafia im Rücken zu haben. Naja, so als Streifenpolizist würde ich sagen, ja. Was ist jetzt mit der Pizza? Ich verhungere. 15 Minuten fürs Pizza fressen. Na gut, zubereiten, fertig machen. Eine wirklich, wirklich gute Pizza. Okay, gehen wir. So, das ist echt was Besonderes. Das macht den besten Teig in der Stadt. Okay. Er wird mir fehlen. Sicher. Scheint zu wissen, was er tut. In einem Monat... Was? In einem Monat trage ich ihre Uniform. So ein Motto, wenn er... Wenn er kleiner Insider-Gag auf die Dickheit, wenn er die ganze Zeit da Pizza fressen würde. So, das sind keine gewöhnlichen Italiener hier. Das konnte ich mir auch vorstellen schon. Und das kann ich mir denken. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Dann schaffen sie es vielleicht bis zur Rente. Das wäre natürlich was. Zur Rente wäre nie ganz schlecht. So wie ich. Hey, Polly, sehen Sie mal. Kelly? Kelly, Mann. Was denn? Irgendein dreckiger Hippie hat seinen Parkschein nicht eingelöst. Aha. Schreiben Sie ihm einen Strafzettel, bevor er abbaut. Ich habe meinen Zettelblock nicht bei mir. Verdammt. Das hat recht. Wenn hier nicht, würde ich mir noch in die Hosen machen. Nehmen Sie mal ein. Markieren Sie den Verstoß auf den Strafzettel. Schreiben Sie die Dienstmarkennummer dazu und unterschreiben Sie. Und stecken Sie den Zettel hinter die Scheibenwischer. Okay. Cool. Oh, Mann. So, Strafzettel. Nee, Parko kontrollieren. Ah, leer. Okay. Strafzettel aufstellen, Parkverstoß, Dienstmarke und ran an das Ding. Oh, cool. Das ist ja nicht schlecht. Strafzettel ist geschrieben. Zeit, diese Karre hier vorzuschaffen. Rufen Sie per Funk einen Abschleppwagen. Okay. Nehmen wir den Zettel. Andere Aufgaben aufgegeben. Okay, jetzt soll ich per Funk einen Abschleppwagen rufen. Aha. Oh. In A 609, das sind die Zahlen, die da hinten dran stehen. Ich habe mich gerade gewundert. Übermittelt. Gut, da kommt der Abschleppwagen und ui, wie geil. Das wird dir nun lustig. Ich kann wahllos Menschen abschleppen lassen. Ach, ich habe ein neues Hobby. Auch eine gute Idee, dass man so ein bisschen versucht hat, hier was reinzubringen. Der Fahrer ist nicht aufgetaucht. Na schön. Im schlimmsten laufen Straße und machen Stress. Sie werden lernen müssen, sie zu beruhigen. Welche Ratschläge? Sie darauf, dass sie auf den Zettel schreiben. Ah, okay. Also wir müssen schon wirklich aufpassen, was wir auf den Zettel draufschreiben. Hier zum Beispiel, ihn könnte ich wegen No Parking rankriegen, oder? Wir haben ja einen Diebstahl in 6-7. Das sind die Täter. Nehmen Sie ihn fest. Wen? Legen Sie ihn einfach Handschellen an. Handschellen sind jetzt hier? Okay. Wenn Sie nah genug dran sind. Okay. Ah. Da ist er ja. Bam! Das ging ja ratzfatz. Okay. Bitte einen Streifenwagen, um Täter mitzunehmen. Sehr gut. Mensch, du schaffst gleich mal ein
Mensch, schöner geht's doch heute gar nicht mehr. Gleich eine Straftat begangen. Hier hat gleich jemand festgenommen. Da kommt die dicke Rosa. Die nimmt erstmal den mit. Das ist, glaube ich, die Frau von Kelly. Musst du Fat Mike zurück. Dann haben wir den auch schon. Gute Arbeit, Buddy. Gut gemacht. Also Kelly. Macht ja nichts. Dieser Dieb sah mir aus, als gehörte er zu einer Gang. Neben den Schwarzen haben wir noch die italienische Mafia in der Gegend. Wenn ich sie wäre, würde ich den beiden aus dem Weg gehen. Wie soll ich das denn machen? Ich bin nicht von gestern, Mann. Wer weiß? Ich sage ja nur, dass sie mit zwei Problemherden zu tun haben. Also habe ich die Schwarzen und die Mafia. Na so. Zeigen wir uns auf. Sie sehen sich die Nachbarschaft an und reden mit den Leuten. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Wir sehen uns am Ende. Denken Sie daran, Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. Am besten treffen wir uns 16 Uhr bei Louis. Gut. Kann ich den jetzt trotzdem noch aufschreiben? Wo ist denn mein... Ladendiebstahl, die Mike um 16 Uhr. Das sind schon mal die. Besuche Ricks Café, Schnapsladen. Okay, Ricks... Hardwick Café ist hier. Dann Officer Kelly, ich bin der neue Polizist in der Nachbarschaft. Willkommen. Bitte mich auf... Vorbeischauen. Geht aufs Haus. Sollte es verstärker sein. Dann danke, ich finde... So eine kleine Kneipe hier, okay. Habe ich den auch schon. So, Schnapsladen brauchen wir. Der ist in der 611. Der muss hier sein. Liquor? Der muss doch definitiv hier sein. Der 611 ist hier. Tag, Officer. Hallo, Kelly. Dienste nicht trinken. Wir finden sicher etwas, was für einen fairen Preis. Danke, darauf werde ich zurückkommen. Bis dann. Wir sehen uns. Gut. Dann habe ich den auch. Dann fehlt mir noch die Apotheke in 621. So. Oh. Was tun Sie hier, Captain? Ich wollte mit Ihnen reden, Kelly. Ich hoffe. Wir sollten einen offen treffen. Danke. Das wäre noch nicht alles. Ich weiß, dass Sie Ihnen was anhängen. Ich möchte Ihnen helfen. Der Mordanklager? Der Junge war kein Heiliger. Es gibt nichts, was wir für ihn tun könnten. Diese Stadt braucht sie. Danke, Captain. Das war nicht alles. Oh, sind ein guter Business, aber es gibt eine Bedingung. Oh Mann. Die fehlenden Diamanten müssen gefunden werden. Es gibt keine Diamanten in der Villa des Senats. Es gab keine Diamanten in der Villa des Senats. Ich weiß nicht, was da gab und was da nicht gab. Sie müssen auftauchen. Der Senator ist der Schlüssel. Sie sind. Okay. Jetzt komm schon. 21 Tage habe ich. Dann gehe ich in Rente. Sie 3 Wochen nichts haben. Was will sie tun? Setzen Sie mir eine Frist. Zwar nicht noch nicht. Immer noch nicht alles. Oh, komm. Da kann ja nicht schöner genug werden. Setz noch einen drauf hier. Wenn mein Verdacht sich bewahrheitet, wird dieser Fall die Stadt erschüttern. Was stachen Sie denn so? Ich war mir nicht sicher, ob das alles war, Sir. Das war alles. Jetzt aber an die Arbeit. Super. Kann ja noch besser werden, mein Tag hier. So, was habe ich noch zu erledigen? Die Apotheke in 621. Cool, da kann ich ja bis dahin hoch. So, dann muss ich jetzt erstmal in 621. Kann ich da ein bisschen laufen? Ja, kann ich ein bisschen laufen. Da ist die 621. Das scheint die Apotheke zu sein, in 621. Sie sehen stattlich aus in der Uniform. Sind wir Schmerzen, Wunden? Nein, kann ich mir vorstellen. Ich bin der Neue hier. Ist ja verständlich. Stehen immer zu Diensten. Ihr Vorgänger hat viele Medikamente gekauft. Peinliche Leiden. Er hat seine Gesundheit kläglich vernachlässigt. Aber er hat die nötigen Ordnung aufrechterhalten. Ich werde mein Bestes tun. So. Sprache ist das? Sehr alt. Und dann denken wir aus dem Krieg. Alles verloren, leider. Mein Vater hat in Europa gekämpft. Sie beide haben sicherlich viel zu reden gehabt. Sicherlich.
Wie dem auch sei, ich habe stets die beste Medizin. Ich bin diskret. 9 Uhr haben wir es. So, danach haben wir jetzt die Apotheke auch abgekesselt. Der Haifi-Markt muss noch rein. 36. Haifi-Markt 36. 25. Ist deiner? Können wir gleich mal in die Kirche vorher reingehen, oder? Oder war das hier der Haifi-Markt? Gottes Segen, morgen. Kelly. Kelly, ein Ire? Nach meinen Großeltern. Katholisch? Manchmal. Okay, lassen Sie uns später mehr darüber reden. Frisch vernetzt. Frisch versetzt. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir werden ebenfalls oft versetzt. Ah, jetzt habe ich das auf jeden Fall weiter vorgeklickt. Naja, okay, also das erste ist so ein bisschen so das Reinriechen in das Spiel. So ein bisschen die Basics kennenlernen, die Leute kennenlernen, aber ich sehe, hier sind noch viel, viel mehr Sachen, die es hier so zu tun gibt. Mal gucken, wie sich das Ganze hinzieht. Ich denke mal, wir machen jetzt weiter. Gottes Segen, erstmal bla bla bla. Und ich denke mal, ich werde hier eine Pause machen und wir sehen uns dann hier im Part 2 wieder von, aus der Kopf, glaube ich. Also, bis denn.